Ein Angriff vor rund einer Woche auf Oliver Pocher hat nicht nur den Comedian erschüttert. Der Entertainer wurde bei einer Boxveranstaltung unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Seine Frau Amira hat der Vorfall so sehr belastet, dass sogar ihr Tanztraining für Let's Dance darunter litt. Anzumerken war Amira Pocher, 29, nichts bei ihrer gemeinsamen Interpretation des Charleston mit Tanzpartner Massimo Sinato, 41, in der sechsten Show von Let's Dance am 1. April 2022. Beschwingt und humorvoll ertanzte sich das Paar vor der anspruchsvollen Jury bestehend aus Mozi Mabuse, 40, Jorge Gonzalez, 54, und Joachim Yambi, 57, die volle Punktzahl. Ein Grund zum Strahlen, doch in den vergangenen Tagen war der zweifachen Mutter dazu nicht zumute. Amira Pocher, Ohrfeige für Ehemann Oliver Pocher hat gesundheitliche Folgen. Eine Woche zuvor hat ihr Mann Oliver Pocher, 44, einen Boxkampf von Felix Sturm, 43, besucht, als wie aus dem Nichts plötzlich der Internetkomiker Fat Comedy auf ihn zukam und ihm eine schallende Ohrfeige verpasste. Ein schockierender Moment mit Folgen? Ich habe die letzten Tage damit verbracht, das ein oder andere Mal beim Arzt zu sein, erklärte Pocher ein paar Tage später in einem Video auf Instagram. Ich finde, da hört der Comedy-Aspekt ein bisschen auf. Denn mein Ohr war angeschlagen und wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden, die nicht wieder zurückgehen. Ich muss momentan eine Behandlung machen. Wir versuchen, das einigermaßen wieder in den Griff zu bekommen, aber ich kann momentan bestimmte Frequenzbereiche einfach nicht hören. Man muss weitermachen. Die Sache klingt ernst und lässt auch Amira nicht kalt, wie sie nach ihrem Tanz im Interview mit RTL verriet, man muss weitermachen mit dem Training. Nebenbei klingelt das Telefon. Weil mein Mann davon mitgenommen ist. Das war psychisch anstrengend, den Vorfall auszublenden und trotzdem zu trainieren, aber ich habe es hinbekommen. Hat sie und zwar mit Auszeichnung der Jury. Oliver Pocher nimmt sich selbst auf die Schippe. Die Pochers lassen sich nicht unterkriegen. Das zeigte auch Oliver mit seiner Unterstützung für Amira im Studio. Nach allen Tanzvorführungen kam er sogar auf die Bühne und überreichte den beiden Moderatoren Daniel Hartwig, 43, und Viktoria Swarovski, 28, den Umschlag mit der Entscheidung über die Verlierer des Tages.